Das hier gehört definitiv zu unserem Alltag momentan. Das Tragen von Masken kann aber auch dazu führen, dass wir Rötungen im Gesicht bekommen, Hautirritation oder es kann sogar zu Maskne führen. Wenn ihr wissen wollt, was genau Maskne ist, wie ihr eure Haut trotzdem pflegen könnt und was ihr dagegen tun könnt, dann verrate ich euch das alles in diesem Video. Hi, ich bin Jasmin vom YouTube-Kanal Madame Tam Tam und ich arbeite schon länger mit La Roche-Posay zusammen und als Brand Ambassador haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was könnten wir euch liefern, was nützlich ist, was Mehrwert schafft, und viele von euch haben mir geschrieben, dass sie täglich Maske tragen müssen und das Ganze hat auch negative Auswirkungen auf die Haut bei euch. Zum einen kann das sein, dass man Hautirritationen bekommt oder Juckreiz spürt, aber eben auch Hautunreinheiten entstehen. Und was genau da die Unterschiede sind, wie das entsteht, was man dagegen tun kann, das werde ich euch jetzt in dem Video erklären. Also los geht's! Zur Entstehung von diesen Hautirritationen und dem Juckreiz. Also es ist ja so, wenn wir die Maske tragen, atmen wir sprechen mitunter auch und dadurch wird sehr viel Luftfeuchtigkeit unter der Maske gehalten. Und dadurch kann die obere Hautschicht aufweichen und die Hautbarriere wird einfach geschwächt. Und das ist der Grund, warum es dann zu verschiedenen Hautproblemen führen kann. Für die Pflege von irritierter Haut kann ich euch nur empfehlen, dass ihr milde Produkte benutzt. Produkte ohne Parfum, ohne Alkohol. Etwas, was die Irritation vorbeugen kann, aber selbst wenn sie schon entstanden sind, auch die Haut nicht noch zusätzlich reizt. Und da benutze ich sehr gerne das Reinigungsfluid von La Roche-Posay aus der Tolerian-Reihe, weil das eben schön leicht ist und sehr, sehr mild. Und für die Pflege im Anschluss habe ich noch einen Expertentipp bekommen. Als Pflege kann ich euch diese hier sehr ans Herz legen. Falls ihr meinen YouTube-Kanal verfolgt, dann habt ihr die auch schon etliche Male gesehen. Das ist die Tolerian Ultra Creme. Die mag ich sehr gerne, weil da Neurosensine drin ist. Es ist ein Inhaltsstoff, der die Haut beruhigt. Und ich meinte ja auch vorhin, dass die Hautschutzbarriere so ein bisschen geschwächt wird. Und die Creme stärkt die Hautschutzbarriere und mildert auch Rötungen. Aber Rötung und Juckreiz können nicht nur dadurch entstehen, dass Luftfeuchtigkeit unter der Maske gehalten wird, sondern einfach auch ganz allein durch die Reibung der Maske. Also beim Sprechen oder ab und zu verrutscht einem die Maske so einfach. Durch die Reibung können da Rötungen entstehen oder eben auch Juckreiz. Und da habe ich noch einen Geheimtipp für euch. Und zwar liebe ich dieses Serum hier. Das ist das Tolerian Ultra Dermalergo Serum. Und da ist auch Neurosensine drin. Das heißt, es ist auch wieder sehr, sehr beruhigend. Was ich aber hieran liebe, ist, dass das auch richtig schön Feuchtigkeit spendet und meine Haut danach richtig schön prall aussieht. Und deswegen benutze ich das auch sehr, sehr gerne. Aber ich habe auch sehr oft trockene Lippen. Das merke ich im Moment besonders verstärkt. Gerade auch hier so die Mundwinkel sind bei mir sehr, sehr empfindlich. Und da schwöre ich hier drauf, das benutze ich schon Jahre. Und zwar ist das von La Roche-Posay Cicaplast Lèvres. Das ist ein Barrier Repairing Balm, steht hier, mit Panthenol. Panthenol ist ja auch ein Inhaltsstoff, der sehr, sehr gut beruhigt. Das ist aber auch eine sehr reichhaltige Creme und wenn ich die abends auftrage, merke ich morgens so einen Unterschied. Die zweite Hautreaktion, die auftreten kann beim Tragen der Maske, ist das Entstehen von Hautunreinheiten, gerade eben im Nasen-Mund-Bereich. Und das Ganze wird Maskne genannt, also Maske und Akne. Ich erwähnte ja bereits, dass diese Hautschutzbarriere geschwächt werden kann durch diesen Feuchtigkeitsstau unter der Maske. Und das führt dazu, dass die Bakterienvielfalt nicht mehr so richtig im Gleichgewicht ist. Und das kann dann eben zu Hautunreinheiten führen. Gerade wenn ihr vielleicht auch dazu tendiert, Hautunreinheiten zu bekommen, dann kann es zu einem Ausbruch kommen. Jetzt stellt sich die Frage, ob man Maskne denn vorbeugen kann und wie. Es gibt so ein paar Schritte, die man machen kann, um das Ganze vorzubeugen. Einmal natürlich, dass die Maske regelmäßig gewechselt wird, dass die richtig ausgelüftet wird
Und was ich gerne mache, ist, wenn sie sauber, trocken ist, dass ich das Ganze in so einem Gefrierbeutel einfach aufbewahre und in meine Tasche packe und nicht einfach so lose in der Tasche mit mir rumtrage oder in einer Jacke. Und auch ganz wichtig, dass man die Maske immer an den Gummienden anfasst und nicht den Stoff mit den Händen bloß anfasst. Jetzt gehen wir aber von dem Fall aus, dass es dennoch zum Maskne kommt. Und jetzt ist die Frage, wie pflege ich meine Haut denn bei Maskne? Da habe ich Dr. Trafnik wieder befragt, was wir da genau machen können. Ganz neu ist dieses Peeling-Reinigungsgel. Das ist von La Roche-Posay aus der FA Klar-Reihe, das Mikro-Peeling-Reinigungsgel bei starken Unreinheiten. Hier ist 2%ige Salicylsäure drin. Was ich hieran sehr gerne mag, ist, dass man das ja dann wieder abnimmt. Das heißt, es ist so ein bisschen milder zur Haut. Man kann es sehr, sehr regelmäßig benutzen. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das morgens und auch abends zu benutzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Was ihr im Anschluss aber noch machen könnt, ist, dass ihr die bewährte FA Klar Duo Plus Creme auftragt. Auch hier ist Salicylsäure drin und die wirkt schon ab 12 Stunden gegen Unreinheiten. Und was ich übrigens auch ganz gerne mache, gerade weil das auch so praktisch daherkommt, ist, dass ich mir das direkt in die Dusche stelle. Die Art von Maskne kann aber auch mit eurem Alter zusammenhängen. Wenn ihr eher jünger seid, dann entstehen Hautunreinheiten eher in der T-Zone. Und je älter man wird, desto mehr wandern sie in den Wangen- und Kinnbereich. Da sind auch meine Hautunreinheiten. Und welches Produkt ich euch da empfehlen kann, ist aus der FA Klar-Serie das Serum. Was ich hieran liebe, ist die Mischung aus Salicylsäure und Glykolsäure. Das ist ein Power Duo. Und hier sind auch Niacinamide drin, die wirken sehr, sehr beruhigend. Aber wenn ihr eher sensible Haut habt, vielleicht auch zu Allergien neigt und Rötung, dann würde ich euch wirklich eher das Serum hier empfehlen. Das ist mein Tolerian Ultra Dermalergo Serum, wie gesagt mit Neurosensin, die sehr beruhigend wirken. Und das sind so unsere Tipps gegen Maskne. Was macht ihr gegen Maskne? Habt ihr noch weitere Tipps? Dann schreibt die super gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt euch super gerne auch die anderen Videos anschauen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao!